heute Abend was zu essen machen. Los, Rosita, los, 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 du bist fast da. Ich rede mit dem Handwerker, aber geh noch mal vorbei und kontrolliere, dass er das ordentlich macht. Ich wollte Sie daran erinnern, dass Ihr Vater diese Woche einen Untersuchungstermin bei uns hat. Es ist wegen Papa, Rosa, mir passt das gerade gar nicht. Nicht laut machen. Papi, was machst du hier? Ich hab gedacht, ich zieh hier an. Wie bitte? Ich bin vieles einfach leid. Ich habe mir überlegt, Mamas Schneiderei wieder aufzumachen. Ich möchte ein neues Leben beginnen. Manchmal muss man die Atombombe zünden und von vorne anfangen. Was für eine Atombombe redest du da, Mama? Was heißt, dass du heiratest? Violetta hat mir erzählt, dass du heiratest. Du musst dich um nichts kümmern. Es ist alles organisiert. Beeil dich, wir haben einen Termin im Spa. Was für ein Spa? Ja, und dann das Festmahl. Was für ein Festmahl? Warum hast du die ganze Familie aus Pamplona eingeladen? Scheiße, ich hab doch gesagt, ich wollte was Kleines machen. Was ist los mit euch? Nimmt ihr keine außer mir diese Hochzeit ernst? Ich werde niemanden heiraten. Es gibt keinen Mann, ich heirate mich selbst. Aber das ist doch ein Scherz. Du heiratest dich selbst, so wie MeToo? Meine Mutter ist verrückt geworden. Wir können sie jetzt nicht allein lassen, nach dem ganzen Chaos. Das hat noch gefehlt, Papa. Heirate. Also wirklich, ich krieg hier noch einen Schlaganfall. Was ist jetzt wieder? Gibt's denn hier nicht mal ein Glas Sekt zur Begrüßung?